Wir kommen diesmal zum zweiten Teil von dem Thema oder dem Sakrament, die heilige Krankenölung, letzte Ölung, Sakrament der Krankensalbung. Wir haben letztes Mal noch gesehen, vor allen Dingen dann, wie oft man die Krankenölung empfangen kann, nämlich nur einmal pro Krankheit. Also, wenn es eine ernste Krankheit gibt, die eventuell gefährlich ist, also lebensgefährlich ist, dann darf man die letzte Ölung empfangen. Wenn diese Krankheit weg ist oder wieder so gebessert ist, dass einfach keine Sterbensgefahr mehr da ist und es tritt eine andere Krankheit ein, dann darf man wieder die letzte Ölung spenden. Aber so die Praxis, wie sie heute manchmal durchgeführt wird, dass einfach alle ab 60 jedes Jahr mal eingeladen werden, um die letzte Ölung zu empfangen, das geht nicht. Also man muss krank sein, da muss eine Krankheit da sein. Wenn keine Krankheit da ist, ist die letzte Ölung ungültig. Man muss das Sakrament nicht empfangen. Wir kommen zur Frage 281. Wie wird die Krankenölung erteilt? Und der Katechismus gibt hier zur Antwort: Der Priester salbt die fünf Sinne des Kranken mit heiligem Öl und betet dabei: Durch diese heilige Salbung und seine mildreiche Barmherzigkeit verzeihe dir der Herr, was du gesündigt hast, durch. Und dann werden die fünf Sinne genannt, also der Sinn, der jeweils gesalbt wird. Sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Ja, das sind die fünf Sinne. Dieses heilige Öl, das habe ich glaube ich schon erwähnt, das Krankenöl wird geweiht am Gründonnerstag durch den Priester. Es ist das erste der drei Öle, das geweiht wird. Die Weihe ist relativ kurz und einfach. Weil der Krankenölung, sagt ja der Katechismus noch, was ich auch schon erwähnt habe, weil der Krankenölung andere Salbungen mit Öl und Chrisam vorausgehen, zum Beispiel bei der Taufe und Firmung, heißt dieses Sakrament auch letzte Ölung. Weil hier das letzte Sakrament in der Reihe, das gespendet wird mit Öl. Gesalbt werden also die fünf Sinne. Und zwar die fünf Sinne an deren hauptsächlichen Organen. Warum die fünf Sinne? Es gab manchmal auch die Gewohnheit, den ganzen Leib zu salben. Aber die fünf Sinne, eben weil wir durch den Leib gesündigt haben, weil wir vor allen Dingen eben durch unsere fünf Sinne gesündigt haben. Darum das Sehen, darum werden die Augen gesalbt, das Hören, darum die Ohren, das Riechen, die Nase, das Schmecken und Reden. Also hier wird ausdrücklich auch in der Formel, in der Spendungsformel genannt, das Reden, weil man halt auch im Reden doch vielleicht ab und zu mal gesündigt hat. Darum wird der Mund, also die Lippen, werden gesalbt und das Fühlen, die Hände. Und da gibt es eine sechste Salbung, nämlich die Salbung der Füße. Die Füße, weil wir oft den Weg der Tugend verlassen haben und falsche Wege gewandelt sind. Weil hier wird an sich kein neuer Sinn gesalbt, könnte höchstens eben der Tastsinn, die Füße eben, weil wir den Weg der Tugend verlassen haben und falsche Wege gewandelt sind. Diese Salbung der Füße wird aber sehr, sehr oft nicht gemacht. Die darf man wegen jedwediger Grund, darf man die weglassen. Wenn das irgendwie unangenehm ist für die Leute oder normalerweise lässt man es bei Frauen sowieso weg. Aber wenn es jemand wünscht, ausdrücklich, dann kann man also auch die Füße salben. In der Not reicht eine Salbung aus. Also es müssen nicht alle fünf Salbungen getan werden, dass die Krankensalbung gültig ist.
Eigentlich ist die Krankensalbung schon, mit der ersten Salbung ist das Sakrament gespendet. Die anderen Salbungen gehören zur Vollständigkeit. Und wenn man also keinen Grund hätte, um die wegzulassen, dann wird sich der Priester auch versündigen gegen die Rubriken, also gegen die Vorschriften der Kirche, dass man das eben machen muss. Es gehört zur Vollständigkeit dazu. Frage 282, ein Kapitel, das sehr schön ist und das wir uns ein bisschen ausgebreiteter anschauen. Was wirkt die Krankenölung, also die Wirkungen? Und der Katechismus gibt hier drei Wirkungen an, die wir uns dann im Einzelnen anschauen werden. Den letzten, den dritten Punkt teile ich in zwei Punkte. Erstens, die Krankenölung nimmt die lästlichen Sünden weg und auch die Todsünden, wenn der Kranke nicht mehr beichten kann. Zweitens, sie gibt Kraft in Leiden und Versuchungen, besonders im Todeskampf. Drittens, sie vermehrt die heiligmachende Gnade und bringt oft Besserung in der Krankheit. Und vom letzten mache ich einen extra Punkt, einen vierten Punkt, also bringt oft Besserung in der Krankheit. Dann gibt der Katechismus einen kurzen Kommentar. Zunächst einmal zur Nummer 1, die Krankenölung nimmt die lästlichen Sünden weg und auch die Todsünden, wenn der Kranke nicht mehr beichten kann. Und hier sagt der Katechismus als Kommentar, damit dem Kranken die Sünden nachgelassen werden, muss er sie bereuen. Ich meine, das ist überhaupt die Bedingung, dass Sünden nachgelassen werden können. Sie müssen bereut werden. Wenn er bei der Spendung der heiligen Ölung nicht bei Bewusstsein war, werden ihm die Sünden nachgelassen, sobald er sie nachher bereut. Und hier ist ein Fehler im Katechismus drin. Das stimmt nämlich nicht. Ich habe es extra nachgeschaut. Ich habe auch Mitbrüder gefragt. Hier heißt es also wirklich, also wenn jemand nicht bei Bewusstsein war, bei der Krankenölung, werden ihm die Sünden nachgelassen, sobald er sie nachher bereut. Das stimmt nicht. Das ist nicht ganz korrekt. Ich habe da in der Dogmatik von Ludwig Ott nachgeschaut und der sagt, die letzte Ölung bewirkt die Nachlassung der noch vorhandenen schweren und lästlichen Sünden. Und das ist ein Dogma. Also die letzte Ölung selber bewirkt die Nachlassung der noch vorhandenen schweren und lästlichen Sünden. Als Sakrament der Lebenden setzt die letzte Ölung im Allgemeinen die Nachlassung der schweren Sünden voraus. Das haben wir schon gesehen. Die letzte Ölung ist ein Sakrament der Lebenden. Das heißt, Sakrament der Lebenden, man muss sich normalerweise im Stande der Gnade befinden. Darum ist es normal, dass der Kranke vor dem Empfang der letzten Ölung beichtet. Wenn er aber nicht beichten kann, ja, wenn aber der schwerkranke Todsünder das Sakrament der Buße nicht mehr empfangen kann oder der irrigen Meinung ist, von schwerer Sünde frei zu sein, dann tilgt die letzte Ölung per Akzidenz jedoch aufgrund der Einsetzung Christi die schweren Sünden. Also nicht so, wie es im Katechismus heißt, dass die erst vergeben werden nachher, wenn sich der Bewusstlose wieder zu Bewusstsein kommt und dann seine Sünden bereut, ja, sondern die letzte Ölung selber tilgt die schweren Sünden in dem Moment, wo sie gespendet wird. Denn sonst würde zum Beispiel jemand hat einen Unfall, ist bewusstlos, ich werde ins Krankenhaus gerufen, ich gebe dem die letzte Ölung, er hat aber Todsünden auf dem Gewissen, ja, dann wäre es eigentlich ein Sakrileg. Wenn die Sünden da nicht weggenommen würden, ja, dann wäre es ja ein Sakrileg, dass ich ihm die letzte Ölung spende. Aber die letzte Ölung selber nimmt die schweren Sünden weg. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Reue da ist. Und wie sieht die Reue aus? Eine notwendige Vorbedingung, das sagt wieder dieser Ludwig Ott in seiner Dogmatik,
Eine notwendige Vorbedingung der Sündenvergebung ist, dass sich der Sünder durch eine habituell fortdauernde, unvollkommene Reue innerlich von der Sünde abgewendet hat. Was bedeutet das? Eine habituell fortdauernde, unvollkommene Reue. Das bedeutet, jemand hat an sich über seine schweren Sünden eine unvollkommene Reue, also das, was an sich reicht, um beichten zu können. Ja. Er hatte aber keine Gelegenheit mehr zu beichten und dann nimmt die letzte Ölung die schweren Sünden weg. Durch die letzte Ölung werden auch zeitliche Sündenstrafen nachgelassen, entsprechend dem Grad der subjektiven Disposition des Empfängers. Also nach dem Grad der Vorbereitung und mit welcher Liebe er das Sakrament empfängt. Dann sagt er noch, das gültige, aber unwürdig empfangene Sakrament lebt nach der gewöhnlichen Ansicht der Theologen nach der Beseitigung des Hindernisses der Gnade wieder auf. Also das heißt, wenn jemand die letzte Ölung empfängt, wirklich im Stande der Todsünde. Und zwar im Stande der Todsünde, die er nicht bereut. Dann empfängt er ja das Sakrament unwürdig. Nachher aber bereut er und beichtet. Dann braucht die letzte Ölung nicht nochmal gespendet werden. Ja, dann lebt das Sakrament auf. Das ist dasselbe zum Beispiel auch bei der Firmung, bei der Taufe. Ja. Wenn da Todsünden da wären, die nicht bereut sind, die man nicht bereut, dann empfängt man das Sakrament unwürdig, ja, aber nicht ungültig. Das heißt, man empfängt es unwürdig, man bekommt die Gnade nicht des Sakramentes. Aber sobald man beichtet oder die Sünde mit einer Liebesreue bereut, dann lebt das Sakrament wieder auf, dann hat es doch noch seine Wirkung. Nochmal dann, welche Sünden werden vergeben durch die letzte Ölung? Zunächst einmal und hauptsächlich die lässlichen Sünden. Vorausgesetzt, dass man sich nicht daran hängt und sie einigermaßen bereut. Monsignore Potters, ein holländischer Bischof, der hier einen Kommentar zum Katechismus geschrieben hat, der sagt, um die Vergebung dieser Sünden zu erlangen durch die letzte Ölung, ist weniger Reue nötig als ohne letzte Ölung. Wiederhole es nochmal. Um die Vergebung dieser Sünden, also der lässlichen Sünden zu erlangen, durch die letzte Ölung, ist weniger Reue nötig als ohne die letzte Ölung. Lässliche Sünden werden ja auch ohne die Beichte, ohne Sakramente vergeben. Einfach durch die Reue, wenn man sie bereut. Ja. Durch Akte der Buße werden Sünden, lässliche Sünden vergeben. Aber diese Reue braucht sozusagen bei der letzten Ölung nicht so groß sein und doch werden die Sünden nachgelassen. Das ist eben der Vorteil der letzten Ölung. Ja. Es gibt nämlich manchmal auch Sünden, vor allen Dingen auch lässliche Sünden oder Gewohnheitssünden, an die man sich doch ein bisschen hängt, die man nicht wirklich bereut. Ja. Die werden dann normalerweise nicht vergeben. Die werden dann aber, weil man sie doch einigermaßen bereut, bei der letzten Ölung vergeben. Darum ist die letzte Ölung auch so wichtig für die Seele. Dann werden Todsünden vergeben. Welche Todsünden? Todsünden, die wegen fehlender Reue und ohne Wissen des Kranken früher nicht vergeben wurden. Also jemand ist regelmäßig beichten gegangen, hatte mal eine Todsünde, die hat auch gebeichtet, hatte aber nicht wirklich Reue. Dann ist diese Todsünde durch die Beichte nicht vergeben. Er hatte nicht die Reue, die dazu nötig war. Bei der letzten Ölung wird diese Sünde doch vergeben, wenn einigermaßen Reue da ist. Es braucht aber nicht so viel Reue wie zur Beichte. Und darum ist diese letzte Ölung so wichtig.
Oder Todsünden werden nachgegeben, die nach der letzten Beichte getan sind und vom Kranken vergessen wurden. Da gehört auch dazu, wenn jemand krank ist, schwach ist, dass man natürlich schnell vergisst oder schläfrig ist oder nur halb beim Bewusstsein. Der beichtet vielleicht, aber merkt gar nicht, dass er Sünden vergisst. Sicher schließt man das als Priester normalerweise in der Beichte mit ein, aber trotzdem, hier ist dann vor allen Dingen auch wieder das Sakrament der letzten Ölung, das dann Klarheit schafft, sozusagen in der Seele und diese Sünden wegnimmt. Es werden auch Todsünden vergeben, deren der Kranke sich bewusst ist und die er nicht mehr beichten kann, weil er dazu nicht mehr imstande ist. Auch dann, also da braucht sich, und das ist wichtig, um zu wissen, das ist für jeden wichtig, um zu wissen, wenn man im Sterben liegt, man hat vielleicht schwere Sünden, ja, man kann sie nicht mehr beichten, diese Sünden werden durch die letzte Ölung selber weggenommen. Sonst kann sich nämlich der Kranke darüber sehr beunruhigen. Dasselbe gilt, wenn der Kranke gar nicht mehr bei Bewusstsein ist. Also das ist der Fall, zum Beispiel jemand hat einen Unfall oder eine plötzliche Krankheit, Schlaganfall oder irgendwas, ist nicht mehr bei Bewusstsein, der Priester kommt, spendet die letzte Ölung, dann nimmt die letzte Ölung alle Sünden weg, auch die Todsünden, die nach der letzten Beichte begangen sind, wenn zumindest eine gewisse Reue da war, dann nimmt es weg. Ohne Reue gibt es keine Vergebung. Also ohne Reue kann Gott auch die Sünden nicht vergeben. Eine gewisse Reue, zumindest eine kleine Reue, wenn ich das so sagen darf, muss da sein. Die letzte Ölung vergibt die Sünden und auch die zeitlichen Sündenstrafen, wenn das Sakrament seine volle Wirksamkeit erreicht. Das sollte eigentlich auch geschehen. Also normalerweise sollte die letzte Ölung wirklich alles wegnehmen, die Sünden und alle Sündenstrafen. Wenn das nicht geschieht, dann zumindest ein Teil der Sündenstrafen. Nach den Kirchenvätern und Theologen ist dieses Sakrament eingesetzt, um die Seele vorzubereiten, beim Verlassen des Leibes direkt in den Himmel zu kommen. Es gab im Laufe der Kirchengeschichte die Überzeugung, dass jemand, der die letzte Ölung fromm und würdig empfängt, direkt in den Himmel kommt, keine Strafen mehr abzubüßen hat. Die Möglichkeit ist da. Also sollte man mit der letzten Ölung wirklich nicht zu lange warten. Der heilige Thomas von Aquin in der Summa Theologica, im dritten Teil, die Frage 65, der sagt, wie viele Seelen durch die Gabe von Gottes süßer Barmherzigkeit vollkommen gereinigt direkt in den Himmel aufsteigen, ist ein Geheimnis des sich erbarmenden Gottes. Also, das wissen wir nicht. Das ist ein Geheimnis des sich erbarmenden Gottes. Und dann sagt er, fügt er hier hinzu, des sich erbarmenden Gottes, der keine Freude hat an den Qualen, welche diese Seelen, die doch in Liebe für ewig mit ihm vereinigt sind, in den Flammen des Fegefeuers leiden müssen. Wer stirbt im Stande der Gnade, aber noch zeitliche Sündenstrafen auf dem Gewissen hat, kommt ins Fegefeuer. Gott hat aber kein Gefallen daran, dass die Leute im Fegefeuer leiden. Wenn er ihnen das ersparen kann, dann erspart er ihnen das gerne. Und dazu hat er das Sakrament der letzten Ölung eingesetzt. Darum ist es wichtig, dass man sich da auch entsprechend vorbereitet, ja, auf die letzte Ölung, um die letzte Ölung dann wirklich mit der entsprechenden Andacht und Hingabe empfangen zu können. Das war der erste Punkt, welche Sünden nimmt oder die letzte Ölung nimmt
lässliche Sünden weg und auch Todsünden, wenn der Kranke sie nicht mehr beichten kann. Der zweite Punkt von den Wirkungen der letzten Ölung. Die letzte Ölung gibt Kraft in Leiden und Versuchungen, besonders im Todeskampf. Und hier gibt der Katechismus zum Kommentar: Die Krankenölung ist für Leib und Seele des Kranken sehr wichtig. Sie soll nicht so lange hinausgeschoben werden, damit sie bei klarem Verstand empfangen werden kann. Es ist eine schwere Sünde und eine grobe Lieblosigkeit, wenn der Kranke durch die Schuld seiner Angehörigen dieses Sakrament gar nicht oder nur in bewusstlosem Zustand empfangen kann. So, hier nochmal die Pflicht der Angehörigen, den Kranken entsprechend früh darauf hinzuweisen, wäre es nicht an der Zeit, um die Krankensalbung, letzte Ölung zu empfangen. Der Mensch ist Seele und Leib, und das Leiden des Leibes wirkt ja oft auch auf die Seele, und zwar entmutigend. Das trifft man immer wieder als Priester, gerade bei Leuten, die ein lange währendes Leiden tragen, dass sie doch oft entmutigt sind. Es gibt dann auch so Perioden, dann sind sie wirklich wieder entmutigt, dann muss man die wirklich ein bisschen aufrichten. Aber wenn das schon in den Krankheiten der Fall ist, wie sehr wird das sein, eben gerade im Todeskampf? Da, wo man weiß, es geht aufs Letzte zu. Und hier ist es die letzte Ölung, die die Seele und den Leib stärkt, vor allen Dingen die Seele. Die letzte Ölung ermutigt und stärkt die Seele. Dritter Punkt, die letzte Ölung vermehrt die heiligmachende Gnade. Wie gesagt, ist die letzte Ölung ein Sakrament der Lebenden. Das heißt, normalerweise empfängt man sie im Stande der Gnade. Und darum vermehrt die letzte Ölung, wie alle anderen Sakramente, eben diese heiligmachende Gnade. Also das Leben, das göttliche Leben in uns, das wird stärker. Wenn man es ganz einfach ausdrückt, es ist ein Unterschied, ob jemand mit oder ohne die letzte Ölung stirbt. Jemand, der mit der letzten Ölung stirbt, hat eine höhere heiligmachende Gnade, also auch eine höhere Seligkeit im Himmel. Und der vierte Punkt, die letzte Ölung bringt oft Besserung in der Krankheit. Und hier auch wieder fügt der Katechismus als Kommentar hinzu: Es ist falsch, wenn man fürchtet, man müsse wegen der Krankenölung sterben. Das denken einfach viele, ja. Ja, wenn Krankenölung ist, dann ist es aus, dann braucht man gar nicht mehr hoffen, dann ist Schluss, dann muss man sterben. Das ist nicht gesagt. Viele empfangen davon Besserung und sogar unerwartete Heilung. Der Hausarzt, den wir im Seminar hatten, hat das bestätigt. Er hat öfters erlebt, dass also Kranke, die er aufgegeben hat, durch die letzte Ölung wieder besser geworden sind oder sogar wieder gesund geworden sind. Manchmal wird die Krankenölung bedingungsweise noch erteilt, auch wenn schon gewisse Zeichen des Todes vorhanden sind. Das ist erlaubt, weil man ja nicht genau weiß, in welchem Augenblick die Seele vom Leibe scheidet. Auch bei plötzlichem Todesfall soll man sofort den Priester kommen lassen. Ist mir einmal vorgekommen, war ich in Holland. In Gerwen, das ist bei Eindhoven, unser Priorat, bekam einen Anruf aus Den Haag. Gerade eben hat mein Mann einen Herzinfarkt gehabt, ist tot. Gerade eben, 2 Minuten, 3 Minuten nachher, bin ich hingefahren, das dauerte 1,5 Stunden. Das sind 140 Kilometer. Ja. Und habe diesem Mann dann noch bedingungsweise die letzte Ölung gespendet. Das heißt, man spendet die letzte Ölung mit dem Zusatz, wenn du lebst, salbe ich dich, und dann die entsprechende Formel. Also da genügt es dann, da habe ich dann nur die Kurzform genommen, das sehen wir nachher noch bei der Zeremonie, und eine Salbung. Die letzte Ölung bringt oft Besserung in der Krankheit.
Der heilige Jakobus sagt ja in dem Text, den wir ganz am Anfang schon gesehen haben, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken zum Heil sein und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn es dem Kranken zum Heil ist, wird die letzte Ölung auch die Wirkung der körperlichen, der leiblichen Heilung haben. Das ist jedoch, also die leibliche Heilung, die körperliche Heilung, ist ein untergeordnetes Ziel. Untergeordnetes Ziel des Sakramentes. Das erste Ziel des Sakramenten ist das Heil des Kranken. Also nicht so sehr die Gesundheit, sondern eben das ewige Heil. Es wäre auch wieder falsch, in der letzten Ölung ein Wundermittel zu sehen, das jede Krankheit heilt. Ja. Es gibt auch wieder, das ist das andere Extrem, die einen rufen den Priester zu spät, die anderen rufen den Priester, weil sie ganz davon überzeugt sind, wenn ich das empfange, werde ich geheilt. Ja. Und dann ganz enttäuscht sind, wenn sie nicht geheilt werden. Auch das ist falsch. Auf das komme ich jetzt nochmal dann in der nächsten Frage zu sprechen. Das ist die Frage 283. Was soll der Kranke vor Empfang der Krankenölung tun? Also auch, wie soll er sich darauf vorbereiten? Vor Empfang der Krankenölung soll der Kranke seine Sünden beichten oder, wenn das nicht möglich ist, wenigstens bereuen. Der Kranke soll sich ruhig und gefasst sammeln und sich in Gottes Willen ergeben. Schwerkranken, die bewusstlos sind, kann dieses Sakrament gespendet werden, wenn man annehmen kann, sie möchten es empfangen. Also wenn jemand den Priester weggeschickt hat, ich will das nicht, ich will keine letzte Ölung, und er fällt dann in Koma, wird bewusstlos, dann darf man ihm leider die letzte Ölung nicht spenden, weil er das Sakrament abgewiesen hat. Dann darf man es nicht spenden. Wer im Stande der Todsünde ist und nicht beichten will, sündigt schwer und missbraucht das heilige Sakrament. Wer in Todsünde ist, muss beichten. Die letzte Ölung ist ein Sakrament der Lebenden. Das heißt, es darf nur im Stande der Gnade empfangen werden. Sonst macht man sich eines Sakrileges schuldig. Darum muss man vor der letzten Ölung beichten. Zumindest die Sünden bereuen, wenn man nicht mehr beichten kann. Es ist anzuraten, ja, zur letzten Ölung, wenn man das kann, eine Generalbeichte abzulegen über das ganze Leben. Das heißt nicht, dass man stundenlang beichten muss. Diese Generalbeichte über das ganze Leben kann man ohne weiteres in 10 Minuten ablegen. Ganz sicher. Man braucht nicht mehr sagen, als das, was in einem Beichtspiegel drinsteht. Das kann man ganz einfach halten, nur soll man deutlich angeben, welche Todsünden, also welche schweren Sünden und wie oft man sie begangen hat. Soweit man das sagen kann. Darum ist es eigentlich gut, wenn man sich doch seiner Sünden irgendwo immer einigermaßen bewusst ist. Und gerade Kranke, die mit dem Tod rechnen müssen, sollen sich eben auch dadurch auf den Tod vorbereiten. Um die volle Frucht des Sakramentes zu empfangen, soll man es empfangen mit Glaube, Hoffnung, Liebe und Reue. Und zwar das Sakrament empfangen mit Glaube. Zunächst einmal allgemein, dass man den Glauben hat, dass man wirklich auch vielleicht mal den Akt des Glaubens erneuert oder das Glaubensbekenntnis betet als Vorbereitung. Und dann auch Glaube, was das Sakrament selber betrifft. Dass man wirklich auch glaubt an die Wirkungen des Sakramentes, zunächst einmal für die Seele, aber auch für den Leib. Man darf darauf hoffen. Und das ist der zweite Punkt, eben die Hoffnung. Besonders hier, was die Hoffnung betrifft, das Vertrauen in die Barmherzigkeit Gottes. Gerade in der Todesstunde wiegen die Sünden des Lebens, auch wenn sie schon vergeben sind, vielleicht manchmal besonders schwer. Weil man erinnert, kann ich mir vorstellen, sich in der Todesstunde halt doch der groben Dinge, die man auf dem Kerbholz hatte.
auch wenn man sie schon gebeichtet hat. Und da ist es vielleicht schwer oder die drücken dann schwer und es besteht die Gefahr, dass die Seele sich in Verzweiflung stürzt. Und dagegen braucht es die Tugend und den Tugendakt der Hoffnung. Darum beten wir ja auch um Glaube, Hoffnung und Liebe, dass uns diese Hoffnung nie abhanden kommt, ja? Denn Gott will uns ja den Himmel schenken. Nichts lieber als das. Und die Liebe. Man soll Gott lieben im Leben, um ihn auch im Sterben lieben zu können. Und zur Liebe gehört dann der vierte Punkt noch, die Unterwerfung unter den Willen Gottes. Hier ist die Betrachtung Jesu am Ölgarten oder im Ölgarten sehr, sehr segensreich. Der Heiland hat auch im Ölgarten gebetet, er hat schwer gelitten, ja. Er musste sich durchringen, um dann zum Vater zu sagen, dein Wille geschehe. Es fiel ihm auch nicht so einfach. Und er hat es dreimal, muss das wiederholen, ja, bis er wirklich die vollständige Kraft erhalten hat, um seinem Leiden entgegenzugehen. Das zeigt, dass es auch einem Kranken manchmal sehr schwer sein kann. Und es ist leider so, auch das bestätigt meine priesterliche Erfahrung, dass es doch oft Kranke gibt, die dann nicht sagen, dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Ich will aber gesund werden. Ich brauche die letzte Ölung nicht, ich werde wieder gesund. Hier soll man sich eben wirklich in den Willen Gottes ergeben. Wie gesagt, wenn es unserer Seele zum Heil ist, wenn es vielleicht sogar unserer Umgebung zum Heil ist, dann kann man sicher sein, dass die letzte Ölung auch die Gesundheit wirkt. Nur irgendwann sterben muss jeder. Irgendwann muss jeder einmal sterben und es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über den Tod. Und der Tod soll für uns wirklich auch diese Tür zur seligen Ewigkeit sein. Der heilige Alphons sagt, so oft wir diesen Akt der Hingabe, also eben diese Dein Wille geschehe, so oft wir diesen Akt der Hingabe aufrichtig vollziehen, erhalten wir ein Verdienst wie die Märtyrer, die ihr Leben für Christus geopfert haben. Man darf mit Sicherheit behaupten, dass jeder, der mit ganzer Hingabe den Tod angenommen hat, selig geworden ist. Und er sagt dann, was ein Stückchen weiter, diese Hingabe kann man jedoch nur von denen in der Todesstunde erwarten, die in ihrem Leben immer versucht haben, mit dem Willen Gottes sich zu vereinigen. Also man kann diese Vereinigung mit dem Willen Gottes oder diese Hingabe an den Willen Gottes im Sterben nur aufbringen, wenn man diese Hingabe an den Willen Gottes auch im Leben geübt hat. Wenn man nicht nur seinen eigenen Willen gesucht hat. Es gibt vom Papst Pius X. ein Gebet, und zwar ein Gebet, in dem man sagt, dass man jetzt schon alle Leiden und jede Art des Todes auf sich nimmt, nach dem Willen Gottes. Und an dieses Gebet ist ein vollkommener Ablass verbunden. Und nach der Überzeugung von manchen Heiligen, wenn man dieses Gebet spricht und eben den Tod wirklich auf sich nimmt, so wie er ist, kommt man direkt in den Himmel. Das sagt ja im Grunde der heilige Alphons hier auch. So jemand hat das Verdienst wie die Märtyrer, die ihr Leben geben für den Glauben. Ein Märtyrer, der kommt direkt in den Himmel. Egal, was er im Leben alles Böses getan hat. Zum Abschluss von diesem Kapitel, bevor ich dann noch kurz auf die Zeremonie der letzten Ölung, der Krankensalbung zu sprechen komme, noch ein kurzes Wort zum päpstlichen Segen für die Sterbenden. Normalerweise wird nach der letzten Ölung noch der päpstliche Segen gespendet.
Der päpstliche Segen, was ist das? Das ist der Segen, den der Papst bei feierlichen Anlässen, normalerweise von der Loggia, spendet. Das ist dieser Balkon beim Petersdom. Am bekanntesten ist eben der Segen Urbi et Orbi, also für die Stadt und für die Welt, ja, für das Land. Und mit diesem Segen ist normalerweise eben ein vollkommener Ablass verbunden. Dieser Segen spendet der Papst ab und zu mal. Und auch Bischöfe haben ab und zu das Recht, diesen Segen zu spenden, diesen päpstlichen Segen. Bei Sterbenden hat jeder Priester das Recht, diesen Segen zu spenden, also den päpstlichen Segen. Das ist im Kirchenrecht, im alten Kirchenrecht, Kanon 468, ist das also festgelegt, dass jeder Priester bei Sterbensgefahr das Recht hat, diesen Segen zu spenden. Mit diesem Segen ist ein vollkommener Ablass verbunden, aber nicht in dem Moment, wo der Segen gespendet wird oder empfangen wird, sondern der vollkommene Ablass wird gewährt in der Todesstunde. Also im Augenblick, dass man stirbt, empfängt man diesen vollkommenen Ablass. Eine Bemerkung: Wie die letzte Ölung wird der päpstliche Segen für jede Krankheit nur einmal gespendet. Also im Grunde kann man den päpstlichen Segen genauso oft oder genauso wenig empfangen wie die letzte Ölung. Ja. Darum wird er normalerweise auch mit der letzten Ölung gespendet. Drei Bedingungen, um den vollkommenen Ablass zu gewinnen. Ein Akt der Reue und der Liebe. Das ist Benedikt der 14. 1747 in der Konstitution Pia Mater. Und zwar gibt er da den Auftrag an die Priester, mit dem Sterbenden Akte der Reue und der Liebe zu erwecken, um ganz sicher zu sein, dass der Sterbende diesen Ablass gewinnt. Also eben, der Priester soll zuerst mal mit dem Sterbenden Reue und Liebe erwecken. Ein zweiter Punkt: Leiden und Tod mit Unterwürfigkeit unter Gottes Willen annehmen zur Sühne für die eigenen Sünden. Diese Bedingung ist umstritten. Das ist umstritten, ob das wirklich dazugehört. Weil wir haben ja schon gesehen, so eine Haltung, dass man Leiden und Tod in Unterwürfigkeit unter Gottes Wille annimmt, besonders auch zur Sühne für die eigenen Sünden, das verdient ja an sich schon den Himmel und die Nachlassung aller Sünden und Sündenstrafen. Also ist eigentlich schon ein vollkommener Ablass. Darum ist es ein bisschen strittig, ob das noch wirklich zu dem vollkommenen Ablass dazugehört. Aber es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn man diese Haltung hat. Und drittens, das ist ganz sicher, das gehört zu diesem Ablass, man muss den Namen Jesu aussprechen. Oder zumindest im Herzen anrufen. Darum sollen wir, wenn wir bei einem Sterbenden sind, oft den Namen Jesu wiederholen. Also oder eben Gebete, wo der Name Jesu vorkommt, dem Sterbenden vorsprechen. Jesus, Maria und Josef, ich liebe euch. Das ist gleichzeitig ein Akt der Liebe und da spricht man den Namen Jesus aus und diese Dinge öfters den Sterbenden vorsprechen. Auch wenn man meint, die bekommen nichts mit, da täuscht man sich sehr oft gewaltig. Sterbende hören fast alles, auch wenn sie vorher fast taub waren. Das Gehör ist das Letzte, das stirbt. Das weiß man auch medizinisch. Ja. Darum soll man auch bei Sterbenden nicht über die Sterbenden und was geschieht nach dem Tod reden. Das tut man nicht. Es wird sehr oft bei Sterbenden über Sachen gesprochen, wo sich der Sterbende, wenn er sich melden könnte, wahrscheinlich sehr böse drüber wäre. Und wir wissen wirklich nicht, was Sterbende hören und was nicht. Aber wie gesagt, also gerade das Gehör ist das Letzte, was stirbt. Alle drei Bedingungen fallen weg, wenn der Kranke sie nicht mehr erfüllen kann. Zum Beispiel, er ist schon bewusstlos. Ja.
Und man gibt dem bewusstlos doch den päpstlichen Segen, aber das darf dann auch geschehen. Dann möchte ich die Zeremonie der letzten Ölung noch kurz durchsprechen. Dazu habe ich hier eine Zeichnung. Und zwar die Vorbereitung. Also hier ist eigentlich die Vorbereitung der Krankenkommunion. Ja. Was sehen wir hier? Ein Tischchen, bedeckt normalerweise mit einer weißen Decke. Es soll, wenn man die Krankenkommunion oder letzte Ölung empfängt, auch entsprechend vorbereitet sein, falls man, wenn man diese Dinge hat. Es war früher normal, dass in jedem Haushalt die Sachen da sind für die Krankenkommunion und letzte Ölung, bis auf das Öl natürlich. Aber dass einfach ein Tischchen da ist, bitte kein so niedriges Tischchen, das bei der Couch steht, oder ein Nachttischchen, das kann natürlich alles zur Not auch genommen werden. Aber normalerweise soll es ein Tischchen sein oder ein Tisch in normaler Höhe. Das dient nämlich als Altar. Der Priester kommt dahin, er legt das Allerheiligste in die Mitte vom Tisch und macht zum Beispiel die Kniebeuge. Normalerweise sollte sich auf dem Tisch nichts anderes befinden als das, was man eben zur Krankenkommunion, letzte Ölung nötig hat. Es geschieht leider sehr oft, auch bei Kranken, die man regelmäßig besucht, dass man da hinkommt und erstmal das Tischchen abräumen muss. Wenn das im Krankenhaus ist oder man kommt überraschenderweise, dann verstehe ich das. Oder wenn die Kranken selber wirklich nicht mehr imstande sind, um dafür zu sorgen. Dann sollten aber Angehörige da sein, die einfach ein würdiges Tischchen herrichten. Also ein Tischchen, weiße Tischdecke. Wenn man für den Rest nichts hat, hat der Priester alles andere dabei. Wenn man hat, soll man den Platz in der Mitte freilassen, das ist die Null, weil da der Priester das Allerheiligste Sakrament hinlegt. Auf dem Tischen soll ein Kreuz sein, normalerweise ein stehendes Kreuz, zwei Kerzen. Wenn man hat, wenn man es besorgen kann, liebsten Altarkerzen. Das heißt, mit mindestens 10% Bienenwachs. Das gehört sich eigentlich. Wenn man das aber nicht hat, darf man auch andere Kerzen verwenden. Dann zweitens Weihwasser. Einfach ein Gefäß, ein kleines Gefäß mit Weihwasser. Am liebsten ein Wedel dazu, ein Zweig. Wenn man das nicht hat oder es liegt 30 cm Schnee, man kommt da nicht dran, dann macht das nichts. Dann kann der Priester auch mit den Fingern das Weihwasser spenden dann. Nummer 3, da sieht man einen Teller mit Wattebausch drauf oder Brotkrumen. Also normalerweise Watte und zwar mindestens 5, besser aber 6 Wattebausch oder Wattebällchen für das Abwischen des heiligen Öles nach den Salbungen. Diese gebrauchte Watte wird dann nachher verbrannt. Entweder die Leute können es selber verbrennen oder der Priester nimmt es mit zum Verbrennen. Dann soll auch ein Gefäß oder ein Glas dastehen, einfach mit Wasser, wo der Priester sich die Finger reinigen kann, sowohl nach der letzten Ölung als auch nach der Kommunionspendung. Dieses Wasser soll dann entweder getrunken werden, ja, wenn da der Priester eben die Finger gereinigt hat von der Kommunionspendung, dann kann sein, dass da noch ganz kleine Stückchen Hostien drin sind. Manche Kranke, die empfinden das als große Ehre, dass sie das trinken dürfen. Andere wollen das nicht, das braucht man auch nicht unbedingt. Wenn es nicht getrunken wird, soll man es entweder in den Garten schütten, also vergraben, ja, oder ins Feuer schütten. Eins von den beiden. Dann 5, sieht man noch ein kleines Tellerchen, und zwar mit ein Stückchen Brot. Nach der Krankensalbung reinigt sich nämlich der Priester die Finger am Brot.
Und zwar das Öl. Also Öl lässt sich sehr gut am Brot abwischen. Und dann ein Tüchlein, wo der Priester nach der Händewaschung sich die Finger abwischen kann. Handtüchlein. Wie gesagt, diese Dinge braucht man nicht unbedingt. Es ist schön, wenn das da ist. Wenn das nicht da ist, hat der Priester alles dabei. Dann dürfen Sie das Büchlein nehmen, das ich Ihnen ausgeteilt habe. Das ist die Zeremonie des sogenannten Ritus Continuus, und zwar des Gesamtritus für die Sterbesakramente. Das sind drei Sakramente: Beichte, letzte Ölung und Kommunion. Und zwar gehe ich hier vor nach dem Collectio Ritum, das ist das deutsch-lateinische Ausgabe des Rituale. Es gibt hier nämlich manchmal Unterschiede. Früher hat man zunächst die Beichte gespendet, danach die Kommunion, die Wegzehrung und dann die letzte Ölung. Das ist aber eigentlich die weniger gute Reihenfolge. Wir haben ja gesehen, dass die letzte Ölung eine Vervollständigung der Beichte ist und die Seele reinigt und auch die letzten Reste der Sünde wegnimmt. Darum ist es besser, Beichte, letzte Ölung und dann die Wegzehrung, also Kommunion. So ist es auch in diesem Collectio Ritum, was ich Ihnen kopiert habe. Der Priester kommt beim Kranken ins Zimmer oder ins Haus und spricht zunächst einmal den Friedensgruß. Der Friede sei mit diesem Hause. Die Antwort ist: und mit deinem Geiste. Dann besprengt der Priester den Kranken und das Zimmer mit Weihwasser und betet einige einleitende Gebete, wo um zwei Dinge gebetet wird, nämlich dass die heiligen Engel anwesend sind und dass die bösen Geister verschwinden. Und auch die Zwietracht oder alles Böse, was im Haus ist, aus dem Hause sich entfernt. Danach, das ist Seite 53 oben, da steht natürlich hier die Rubriken, also die Anweisungen für die Priester in Latein. Danach folgt zunächst einmal die Beichte, wenn der Kranke dazu noch fähig ist. Nach der Beichte ist die Vorbereitung auf die letzte Ölung, und zwar zunächst einmal das Schuldbekenntnis. Wenn es geht, soll der Kranke selber das Schuldbekenntnis beten. Oder eben die Angehörigen. Normalerweise sollten bei der letzten Ölung, bei der Krankensalbung, zumindest einige der Angehörigen da sein. Am besten wäre es, wenn die direkten Angehörigen alle da sind, um eben erstens mal das mitzumachen und zweitens für den Kranken zu beten und auch dem Kranken dadurch mit dem Gebet beizustehen. Dann folgt hier ein Evangelium, das Evangelium nach Matthäus, und zwar die Geschichte der Hauptmann von Kapharnaum. Das haben wir dann morgen, nein, am Sonntag im Evangelium. Und dieser Hauptmann, der eben für seinen Knecht, den Heiland, fragt, dass er ihn gesund macht und ihm sagt: Ich bin gar nicht würdig, dass du in mein Haus kommst, aber sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Also hier wird der Glaube und das Vertrauen, die Hoffnung auch wieder ausgesprochen auf Heilung des Kranken. Dann sagt der Priester: Lasset uns niederknien und beten. Und dann folgen einige Anrufungen, Fürbittgebete für den Kranken. Seite 54 dann: Sacra Unctio, die heilige Salbung. Und zwar streckt dann, das ist die Nummer 10, das steht hier nur in Latein, dann streckt der Priester seine Hand über den Kranken aus und betet einen Exorzismus. Also eine Art Exorzismus und eine Art Segen. Ja, wobei er die Gottesmutter, den heiligen Josef, die heiligen Engel und Erzengel, die Patriarchen, Propheten, Apostel, Märtyrer, Bekenner, Jungfrauen und alle Heiligen anruft. Also alle Heiligen werden sozusagen eingeladen, bei dieser letzten Ölung gegenwärtig zu sein. Dann folgen die Salbungen.
Das Rituale gibt an, dass der Priester den Kranken eben ermahnen soll und ihm nochmal erklären soll, was diese Salbungen bedeuten und welche Wirkungen sie haben. Sie sehen hier dann diese fünf Salbungen: ad oculos, die Augen, ad aures, die Ohren, dann die Nase, die geschlossenen Lippen, die Hände. Bei den Laien salbt der Priester die Innenfläche der Hände. Wenn es ein Priester ist, die Außenfläche. Außen drauf. Warum das? Weil die Hände der Priester schon innen gesalbt sind bei der Priesterweihe. Ja. Das ist die Ausnahme hier, die es eben gibt bei der letzten Ölung. Da wird eben die Außenfläche, also der Handrücken, gesalbt. Habe ich bisher nur einmal getan, also ein Priester versehen. Und dann eben auch ist es möglich um die Salbung der Füße. Unter der Nummer 12 auf Seite 55 steht dann die Kurzformel. Und zwar, wenn wirklich der Kranke im Sterben liegt, ja, kann der Priester die Kurzformel verwenden. Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi dominus quidquid deliquisti. Amen. Durch diese heilige Salbung vergebe dir der Herr, was du getan hast. Amen. Das ist die ganz kurze, einfache Formel, eben die Kurzformel dieses Sakramentes. Dann sind noch einmal einige Anrufungen und Gebete und eben dann auch dieser Abschnitt aus dem Brief des heiligen Apostels Jakobus, den wir jetzt schon kennen. Ist einer krank unter euch, so rufe er die Priester der Kirche. Sie sollen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken Heil bringen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er in Sünden ist, sollen sie ihm nachgelassen werden. Und dann fügt die Kirche hier noch einige Gebete zum Heil des Kranken hinzu. All diese Gebete, all diese Vorbereitungen kann man im Notfall weglassen. Also bei dem einen Fall, den ich vorher erzählt habe, wo ich 1,5 Stunden gefahren bin, der war eigentlich schon gestorben. Man weiß aber eben nicht genau, wann der Tod wirklich eintritt, das heißt, wann die Seele vom Leib scheidet. Da habe ich einzig und allein diese ganze kurze Formel verwendet und eine Salbung auf die Stirne gemacht. Alles andere darf in solchen Notfällen wegfallen. Auch wenn der Kranke an sich die Sachen folgen kann, aber sehr ermüdet ist, dann kürzt man das ab. Dann beschränkt man sich einfach auf das Wesentliche, dass man den Kranken nicht so ermüdet, dass er bei den Salbungen einschläft. Ja. Er soll ja gerade bei den Salbungen entsprechend da sein. Es geschieht aber oft, und das habe ich selber schon sehr oft erlebt, dass Kranke, die schon ziemlich weg waren, ja, im Laufe der Gebete zu sich kommen und gerade dann auch bei den Salbungen wirklich da sind und das wirklich auch mitbekommen. Und vielleicht auch so dann kurz nach den Salbungen wieder bewusstlos sind oder wieder schlafen. Sehr oft geschieht das. Also sehr überraschend oft. Nach der Salbung ist die Spendung dann der Wegzehrung, das Viaticum. Das ist eine etwas andere Spendung wie normalerweise die Krankenkommunion. Und zwar wird hier dann nur einfach das Vaterunser gebetet als Vorbereitung und dann kurz ein Gebet des Priesters, dass das Vaterunser vervollständigt sozusagen oder weiterführt und dann direkt seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und auf Seite 60 geht es dann weiter, eben das Herr, ich bin nicht würdig, das sollte der Priester auf jeden Fall beten, bevor er die Wegzehrung, die Kommunion spendet, weil gerade das Herr, ich bin nicht würdig, eine Vorbereitung der Kommunion ist. Hier ist Reue, Liebe, Hingabe, Glaube, ist alles drin in diesen wenigen Worten. Und dann spendet der Priester diese heilige Kommunion
mit der Formel der Wegzehrung. Akshippe, Frater, also Bruder, oder Soror, Schwester. Viaticum corporis Domini nostri Jesu Christi, qui te custodia paproste maligno, et perducat in vitam aeternam. Amen. Empfange, Bruder oder Schwester, die Wegzehrung des Leibes unseres Herrn Jesus Christus, der dich bewahrt vor dem bösen Feinde und dich führt zum ewigen Leben. Amen. Also die zwei wichtigsten Dinge, die es gerade in der Sterbestunde gibt, werden hier bei der Wegzehrung genannt. Ja? Schutz vor dem bösen Feind und Hinführung in die ewige Herrlichkeit. Also die Wegzehrung kann der Priester mehrere Male spenden. Also wenn ein Kranker im Sterben liegt, ja, man hat ihm die letzte Ölung gespendet und die Wegzehrung, und der Priester kommt zum Beispiel am nächsten Tag oder in 2 Tagen wieder und kann ihm wieder dann die Wegzehrung spenden. Dann folgen noch einige Gebete, einfach mehr zur Danksagung, und dann eben dieser apostolische Segen. Auch hier beim apostolischen Segen gibt es 2 Möglichkeiten, entweder die lange Formel, wenn der Kranke an sich gut dabei ist und es nicht so ermüdend ist, oder dann die ganz kurze Form, das ist auch wieder nur einen Satz, den der Priester spricht, um diesen apostolischen Segen dann zu spenden. Gut, das wäre eigentlich soweit zur letzten Ölung und eben auch die Sterbesakramente.